So, meine lieben Zuschauer, weiter geht's mit einer Runde Gas Station Simulator hier bei mir beim Opa Gamer. Ja, es war eine kleine Pause jetzt zwischendurch und ich muss mich jetzt erstmal wieder hier sammeln. Mal gucken, wo ich hier dran bin. Ja, auf jeden Fall muss ich die Kasse bedienen. Genau. Und dann geht's halt weiter. Kohle verdienen, leveln und, und. Habe ich hier noch Waren? Habe ich noch was zum Einladen? Nee. Auch nicht. Auch nicht. Kunde an Kraftstoff, was ist denn hier die Huperei? Was ist denn hier los? Wer hupt denn da? Niemand. Okay. So, ja, genau. Wir haben hier noch einiges zu tun, um uns hier hochzuarbeiten. Gerne. So, ach, hier haben wir auch schon was. Ja, hallo, ich grüße Sie. Ein Rad auf jeden Fall schon mal. Müssen wir bald wieder kaufen. Was haben wir denn eigentlich an Geld? 1400, das geht ja. So, ja. Genau. Und so müssen wir uns jetzt langsam Stück für Stück hocharbeiten, was aber kein Problem ist. Oh, es ging ja schnell. So, wir haben ja gelernt, dass wir die Räder hier komplett in die Mülltüte reinbekommen. Ist natürlich sehr praktisch. So, apropos Müll. Okay, einmal kurz hier durch, wenn wir schon mal hier sind. Könnt ihr euch nicht mal die Füße abtreten hier? Ah. Katastrophe. Ja, hier müssen wir auch leer machen, sonst gibt es irgendwann Mecker. Machen wir gleich weg. Zack. So, ganz schnell. Ne, erstmal mal wieder zwei, drei von denen. Oh, lecker, lecker. Also so mal so ein gemütliches Spiel hier spielen ist, ne? Kleines gemütliches Simulationsspiel. Lustig. Aber macht trotzdem Spaß. Es macht einfach Spaß, wenn es auch gelegentlich etwas stressig wird, aber das bin ich ja selbst schuld. Ich muss mich ja nicht so selbst stressen, ne? Wie viel Platz haben wir hier, ne? Wer hupt denn da? Super. Guten Tag. So, haben die schon mal gehoben. Das ist schon mal gut. Und dann geht's hier weiter. Ach so, ein Fläschchen. Machst ja heute Abend Fläschchen auf, gemütlich, ne? Und ja. Okay. Just as I wanted. Ja, alles wird gut, alles wird gut. So, nächste bitte. Okay, dann. Oh, Kanada.
Doch, in der Werkstatt. 1600. Oh, ja, okay. Dumm, dumm. Gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier was kaufen müssen. Wir haben ganz wenig Snacks. Nur noch. Ja. Ja, wir könnten tatsächlich auch schon aufrüsten. Alkohol, Zigaretten, Eiscreme. Da müssten wir unbedingt... Kauf jetzt nur mal die, die günstig sind. Ah. Was habe ich denn da noch alles drin? Auf jeden Fall schon mal Eiscreme. Ja. Alles kleine Truhen, da geht nicht viel rein. Ne? Das sollte ich auch mal nachbessern bei Gelegenheit. Ja, das ist doch eine kleine Eistruhe, ne? Ja. Und das sind alles kleine Regale hier. Aber ich habe hier nichts mehr. Ich habe gar nicht geguckt. Ich muss da irgendwas noch haben, weil es ist ja enorm, was hier. Keine Produkte. Keine Produkte. Keine Produkte. So, mal gucken, was wir noch an Sprit haben. Bringe Tankstelle auf Level. Ja, ich weiß. Sprit haben wir noch 100. Was war? Alles gut, war. Okay, dann. Ja. Muss ich mein Geschäft hier doch etwas erweitern. Beziehungsweise erstmal die Werkstatt wieder auffüllen. Denn ich glaube, da gibt es zumindest am meisten Umsatz. Ob man am meisten verdient, weiß ich noch nicht. 700 zum Aufrüsten. Was passiert denn, wenn wir aufrüsten? Was kriegen wir denn? Presslufthammer. Presslufthammer? Mitarbeiter. Ah, den bekommen wir unsere Mitarbeiter. Bushaltestelle, Regale, Zapfsäule. Ich will noch ein wenig warten. Ja. Weil ich will noch ein wenig warten. Weil ich habe die neuen Regale hier von dem Level noch nicht aufgebaut. Ich möchte mir aber jetzt große holen. So, nochmal. Wir haben Eis, wir haben Snacks. Wir haben Softgetränke und wir haben Alkohol. Irgendwas fehlt doch noch. Ich habe da vorhin noch mehr gesehen da. Als Zigaretten. Haben wir Zigaretten? Ah, Zigaretten haben wir auch. Ja, es ist schon eine Weile her, als ich hier gespielt habe. Ich muss erst wieder reinfinden. Okay, wir haben eigentlich alle Produkte. Wir brauchen aber Snacks. Frage ich mich trotzdem. Was habe ich denn hier noch? Ach, das Eiscreme, ne? Ja. Das ist Eiscreme. Also wäre es ja sinnvoll, wenn ich mir erstmal eine große Eistruhe hole. Da ich das Lager leer bekomme. Mache ich auch. Komm her. Einrichtung. Die Aufrüstung warte ich jetzt noch. Einrichtung heißt Regale, Eiscreme Regal, 269 gekauft. So. Gut, stelle ich aber jetzt irgendwo hin. Vielleicht hier in die Ecke. Hm? Regale, Eiscreme Regal. Ah ja, das passt doch hier perfekt hin. Ja. So. Dann machen wir Place All, Place All. Da geht ja auch nicht so viel rein.
Ich glaube, das war nicht gut. Ja, genau, das, was ich... Kann ja wohl nicht sein. So, Moment. Mit F nehme ich das wieder auf. So. Ich würde es auch gerne umdrehen. Ich würde es gerne so hinstellen, dass ich hier alles in einer Reihe habe. Vielleicht kann ich ja andersrum dann nachher eine Reihe vorne dran noch stellen. Oder... Mal gucken. Jetzt komme ich da nicht in die Ecke wegen diesem blöden Schlüsselding da, ne? Kann ich ja auch wegnehmen. Brauche ich das? Nee. Jetzt habe ich es eingelagert. Ich wollte es ja nicht wegwerfen. Ach, das kann ich verkaufen. Deko-Dings oder was? So, ich war ja dabei. Mein... Regale. Dekoration. Ach, das dient als Dekoration, das Schlüssel. Brett da. So, jetzt machen wir hier mal das Ganze etwas systematisch. So rum. Ja, was ich hier jetzt ein bisschen doof finde, dass ich das nicht ganz genau gerade stellen kann. Ne? Okay, so, jetzt muss ich hier gucken. Ich mache hier von 5. 5. Dass wir jetzt ungefähr die gleiche Menge drin haben. Und wenn das jetzt hier soweit ist, nehme ich die weg. Beziehungsweise, wenn jetzt hier noch was reingeht, dann habe ich nämlich Platz wieder zum Einkaufen. Also Eiscreme haben wir im Moment genug. Wir haben 2 Truhen. Lasse ich vielleicht sogar dann auch. Mal gucken, wie das sich verhält. Okay. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich muss auf die Zeit aufpassen, weil bei dem Spiel hier, oder wie bei meisten Spielen, läuft ja immer die Zeit weg. Ne? Schön sauber halten, das Ding. Das ist ja alles noch nicht so problematisch hier. So, Scan-Combo von 27. Ist doch gut. Versuchen wir mal, ja, beizubehalten. Good job. Jo. So, einmal nochmal tanken. Nee. War nichts zum Tanken, aber Werkstatt bestimmt, ne? Ja, Kunde an Werkstatt, da muss ich hin. Nichtsdestotrotz muss ich Räder bestellen. Ich gehe aber erstmal rüber gucken. Ja. Nicht weglaufen. Gleich wieder da. So. Gut, ich hoffe, die Räder reichen jetzt noch für das hier. Ja, auf jeden Fall sind ja 4. Wie sieht es hier mit Spiegel haben wir noch? Und wir haben noch... Ja, das sieht gut aus. Was brauchen wir denn hier? Ja, geht schon los. 3 Räder und ein Spiegel. Na, wo ist die Maus? Okay. So, perfekt. Räder habe ich gesagt. Was? Ja. Gut. Habe ich ein Synchronisationsproblem? Muss ich mir noch angucken. Okay. Sehr schön.
Ne? Okay. Ja, Werkstatt hält auf. Also ich glaube, wenn ich Mitarbeiter bekomme, werden die mir zuerst mal die Werkstatt machen, weil das doch aufhält. Macht zwar Spaß, aber ich kann das ja danach variieren. Mal das, ne? Gerne. 340, das ist doch gut. 1900. So, einmal kurz aufräumen hier. Ja. So, die nehmen wir natürlich mit. Oder auch nicht. Weggepackt. So, was brauche ich? Ich brauche eigentlich nur Räder. Es sei denn, es ist was günstig. Einrichtung. Und ich... Nee, Lieferung. Ich werde noch nicht aufrüsten. Ich möchte das noch nicht wirklich. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was haben wir für Geld? Die sind günstig. Wir hatten jetzt noch... 3 oder 2? 20 ging, glaube ich, rein. Ne? Da machen wir das Lager mal voll. Die sind teuer, die sind noch günstig. 1100. Die sind, glaube ich, teuer, ne? Ja, da warte ich. Da warte ich noch. Ach so, wie ist der Verkaufspreis? Klar, ist immer noch jede Menge Gewinnspanne drauf, ne? Aber von denen hatte ich jetzt auch noch welche. Okay. Aber mit den Rädern, das ist glaube ich gut so, weil die jetzt gerade günstig. Was habe ich noch an Sprit? Auch nicht außer Acht lassen. So, Entschuldigung, ich musste eben mal mich um alles Mögliche kümmern. Ja. Genau, so. Ja, nice, ich weiß. Kundenwerkstatt, genau. Ich warte jetzt noch kurz, bis der LKW da war. Mit der Lieferung. Er ist auf dem Weg. Da kommt er. Ah, in der Zeit mache ich noch eine Kasse. So, alles schön gechillt hier, ne? Den einen machen wir noch. Und dann ist der LKW da. Und dann so, 700. Gucken, was der Kraftstoff kostet. Lieferung, Kraftstoffvorrat. 2,3 ist natürlich viel. 55. Reicht das noch bis morgen früh? Eher nicht, ne? Da muss ich mir 100 holen. Geht in der 200 rein. Nutzt nichts. Jetzt nutzt nichts. So. Gerade keiner da. Okay. Aha. Ja. Ja, ja, ja. Ich weiß. So, hier sieht es auch noch aus. Muss ich noch ein bisschen aufräumen. Fangen wir schon mal hier mit an. So, genau. Eieieiei. Das war's schon. Boah, die guten Boxen. Willst du sie mitnehmen? Komm, die kannst du mitnehmen. Ha, das wäre es jetzt gewesen, ne? So, ganz kurz hier ein wenig aufräumen. Ist zwar schöne Deko, hätte man ja fast stehen lassen, ne? Mal gucken, ich meine, ich lasse die Anlage da stehen und das ist doch eigentlich schöne Deko. Ich stelle es nur hier zur Seite, dass es mich nicht, aber das Keyboard kann ich glaube ich wegwerfen, das habe ich gerade kaputt gemacht.
ganz toll. Ja, nutzt die Möglichkeit. Den Hocker, okay, den Hocker schmeißen wir weg. Dann gehen wir wieder rein. Wir haben Kunde an Kraftstoff, Kunde an Kasse, Kunde an Werkstatt. Ein Teil nehmen wir noch mit. Palette. Kurz raus. Hier zu. Gehen wir ganz kurz in die Werkstatt. Fritz ist auch da. Oh, das passt ja, ne? Das ist Timing. So, alle rein. Perfekt. Oh, hat es hier zu lange gedauert. Keine Geduld, die Menschen. Eieiei. Spiegel hat man gekauft, ne? Hatte ich keine Spiegel? Doch. Hier hatten wir keine geholt, weil die waren zu teuer, ne? Ja, das war's. So, okay. Genau, ich werde jetzt noch nicht aufleveln. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Kohle reinschaufeln. Und dann werde ich hier drin... Ja, es ist eine Gratwanderung. Und die Lager, das Lager kann ich ja dann auch wahrscheinlich vergrößern, wenn ich die Werkstatt auf... die Tankstelle aufrüste. Ein größeres Lager ist wahrscheinlich relativ wichtig, ne? Mitarbeiter kann ich einstellen, ja, kostet aber alles Geld. Ich hätte jetzt gerne erstmal ein bisschen Kohle gesammelt. Andererseits kann ich hier aufrüsten. Ich könnte ja aufrüsten und das noch alles nicht machen. Erst dann, außer das Lager vielleicht. Weil das ist, glaube ich, jetzt das Wichtigste. Dass ich Platz bekomme im Lager. Bin mir noch nicht sicher, ich weiß es noch nicht. Nice. Was besser ist. Ich brauche jetzt eh erstmal ein bisschen Kohle. Bevor ich überhaupt irgendwas mache hier. Aber alles gut. Spiel macht auf jeden Fall Laune. Es ist noch einiges zu tun und man kann noch einiges erreichen. Wenn ich mir so die Skillbäume hier angucke. Kunde an Kraftstoff, Kunde an Werkstatt. Ja, Kraftstoff machen wir zuerst. Danke. Geh mal schnell in die Werkstatt, bevor der wieder abhaut. Oder sie. Ne, ist mal ein R ausnahmsweise. So, Tür, Tür, Rad, Rad. Na. Tür. Na. Tür. Ein Rad. Okay. Na. Guck auf dein Bildschirm, Opa. So. So, wir haben schließlich Ordnung, ne? Zumindest hier im Spiel. Also hier das Spiel als im Koop, das wäre doch genial, ne? So zwei Leute oder drei, vielleicht auch noch vier. Sich dann abgewechselt, einer macht die Werkstatt, einer macht die Tanke, einer macht die Kasse. Das wäre es doch, ne? Würde ich noch feiern. Wo ist mein Maus? Noch was? Was haben wir denn noch? Noch ein Spiegel, tatsächlich. Du hast dein Auto aber bis zugerichtet. Aber ist gut, ist gut.
Davon lebe ich doch hier, ne? Was wäre denn, wenn die ihr Auto nicht kaputt machen würden? Noch nicht. Aber noch. Kuckuck, ein Rad. Wie viel Geld haben wir jetzt? 600. Solange die Räder günstig sind, würde ich gerne nochmal auffüllen. Das ist, glaube ich, das, wo wir am meisten Kohle verdienen. Und tschüss. Danke für Ihren Einkauf. Oder für Ihren Auftrag. So muss es heißen, ne? So, jetzt haben wir schon wieder Platz für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Räder würden reinpassen. Und da die noch günstig sind, hoffentlich. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ich muss natürlich aufs Geld gucken. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 7,95. Ja. Das muss ich ausnutzen. Das geht nicht anders. Spiegel hätte ich auch noch holen können, aber egal. Habe ich jetzt versemmelt. So. Nur so können wir richtig Kohle machen, wenn wir günstig einkaufen und dann Reisen selbst gestalten. Das wird es auch noch. Ne? Wenn du dann zu teuer bist, kommt keiner mehr. Und wenn du zu günstig bist, verdienst du nichts mehr. Real Life lässt grüßen. Aber gut. Kaffee wird kalt. Jetzt nicht mehr. Das hätte jetzt noch gefehlt. So, wir nähern uns am Ende der Folge. Und die paar Leutchen hier werde ich jetzt noch bedienen. Freue ich mich auf die nächste Folge. Weil das Spiel hier macht schon Laune, muss ich schon sagen. Aber was ich jetzt mal mache, speichere schon mal, weil es kann ja sein, dass es mal Problem gibt. Schädel ist ja hier nicht im Weg, ne. Gut. Have a nice day. Gut. Ja, die noch und dann beende ich die Folge und switche in die nächste und dann gucken wir, was passiert. Ah ja, der auch noch. Moment, ich brauche was zum Werfen. Oh nein, nicht wegbacken. Brauch dich zum. Wo bist du? Ah, na, 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 na. Hallo? So, ich brauch den ja eigentlich nur anrempeln. Ich muss gar nicht werfen, ne? Richtig, ich muss gar nicht werfen. Ich kann dir noch anrempeln mit dem Ding. Das ist ja nicht ganz so brutal. Ach, hier habe ich noch Reifen liegen. Habe ich auch, glaube ich, extra dafür hingelegt. Aber das widerstrebt mir eigentlich, nach dem Jungen da was zu werfen. Macht ja auch nur seine Arbeit. So, okay, wie gesagt, ich switche in die nächste Folge. Bedanke mich fürs Zugucken. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, über ein paar freundliche Kommentare. Konstruktive Kritik ist immer gern gesehen. Ein Abo wäre auch nicht schlecht. Aber kein Muss. Ich mache das ja hier aus Spaß und Erfolg und nicht, um die Riesenkohle abzuscheffeln. Bis dann. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Opa Gamer.